Herzlich willkommen zum Vorstellungsvideo zu Port Royal 4. Danke an die Entwickler für den Key. Port Royal 4 ist aktuell in der Beta und die Beta ist für Vorbesteller bis zum geplanten Release am 25. September 2020 spielbar. Zum ersten Mal in der Port Royal Reihe gibt es rundenbasierte Seeschlachten mit bis zu 8 Schiffen. Im Vorstellungsvideo seht ihr einen Ausschnitt aus dem Tutorial, welches bereits jetzt vollständig in deutscher Sprache verfügbar ist. Außerdem steht uns die spanische Kampagne und das freie Spiel in der Beta zur Verfügung. Zum Release wird es 4 umfangreiche Einzelspielerkampagnen geben, in denen eine der großen Kolonialmächte gespielt werden kann. Spanien, England, Frankreich oder den Niederlanden. Port Royal 4 spielt in der Karibik des 16. und 17. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Souveränität zu erlangen. Ahoi, Landratte! Du willst also freiwillig... Im Tutorial begleitet uns der Pirat Sam und zeigt uns die Grundlagen des Spiels. Es ist wirklich sehr humorvoll und charmant gemacht und auch als Neueinsteiger in diese Spielereihe bzw. als Genre fühlt man sich sehr gut aufgehoben und findet sich sehr schnell zurecht. Am wichtigsten ist zu wissen, wo man hinsegelt. Kletter mal in den Ausguck, nimm das Fernrohr und schau dich um. Je besser der Bedarf einer Ware für die nächsten Wochen gedeckt ist, desto niedriger ist der Preis. Logisch, oder? Handel kann in Port Royal mit 60 Städten der Karibik betrieben werden. Dabei spielen Wind, Klippen, flache Gewässer und stürmische Wetterregionen eine Rolle. Wir sind kontinuierlich dabei, unsere Handelsrouten zu optimieren. Waren kaufen wir hier im Beispiel ganz einfach mit einem Schieberegler und die Mechanik funktioniert ausgesprochen gut. Das Ziel bei Port Royal ist es natürlich, automatisierte Handelsrouten zu erstellen. Dazu aber später noch einmal mehr. Schließe nun den Stadtdialog. Wenn du aus der Karte weit genug herauszoomst, wirst du nordöstlich von Port Royal weitere Städte sehen. Bewege den Cursor auf diese Städte, um dir die Waren anzusehen, die dort produziert werden. Tortuga sieht gut aus. Schicke deinen Konvoi dorthin. Wir beschleunigen die Spielgeschwindigkeit in Port Royal nicht über Buttons, sondern über die Zoom-Funktion. Das heißt, je dichter wir im Geschehen dran sind, desto langsamer vergeht die Zeit und sobald wir rauszoomen, vergeht die Zeit wesentlich schneller. Was eine sehr, sehr coole Mechanik ist. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil man immer die Angst hat, man verpasst ein wichtiges Ereignis. Das machen wir beim Leuchtturm. Wähle ihn mal an. Hier siehst du links den ausgewählten Konvoi und rechts deine ungenutzten Schiffe. Durch Konvois spielen eine sehr wichtige Rolle in Port Royal 4. Wir wählen diese am Leuchtturm aus und können Schiffe dann dem jeweiligen Konvoi zuordnen. Und in einem Konvoi können bis zu 10 Schiffe mitfahren. Hinzu. Gar nicht übel für eine Landratte. Die Grundlagen sitzen, aber da draußen gibt's eine Menge Leute, die nur darauf warten, einen Neuling wie dich über die Planke zu schicken. Ich empfehle also auch meine anderen Kurse. Keine Sorge, die sind kürzer. Um die Meere zu erkunden, stehen insgesamt 18 historische Schiffstypen des späten 16. und 17. Jahrhunderts zur Wahl. Diese können wir in den Werften der jeweiligen Städte kaufen, verkaufen oder auch selbst Bauaufträge erteilen. Um Bauaufträge zu erteilen, muss in der jeweiligen Stadt aber die entsprechende Ware vorhanden sein bzw. dorthin geliefert werden. Und das Ganze kostet uns natürlich auch eine Menge Geld. In den Werften der jeweiligen Städte können wir unsere Schiffe natürlich auch reparieren. Denn sobald die Schiffe auf dem Meer unterwegs sind, nehmen sie natürlich auch Schaden und müssen entsprechend regelmäßig gewartet werden. Unsere Werften bieten manchmal gebrauchte Schiffe zum Verkauf an. Die können zum Beispiel von bankrotten Händlern stammen. Dies ist die Navigationskarte. Wie bereits erwähnt, kann in Port Royal 4 Handel mit über 60 Städten der Karibik betrieben werden. Wir sehen hier die Navigationskarte, auf dem der Wind eingezeichnet ist. Wir sehen Klippen, flache Gewässer und auch Zonen mit Flaute. Wir optimieren unsere Routen also immer entsprechend dem Wind, damit wir schnellstmöglich die Routen abfahren können.
Deine Leute müssen natürlich wissen, was sie kaufen, verkaufen und wovon sie die Finger lassen sollen. Bei der Routenerstellung können wir auch angeben, was an den jeweiligen Zielhäfen geladen bzw. entladen werden soll. Und auch das ist ziemlich umfangreich, um ehrlich zu sein. Man sollte also vorher schauen, welche Waren gefragt sind bzw. welche verkauft werden. Man sieht es aber auch an dem jeweiligen Symbol im Hafen in Form von beispielsweise einer grünen Umrandung. Hier sehen wir, dass diese Ware gekauft werden kann. Deine Leute sind aber nicht doof. Wenn es für eine Ware keine Verkaufsbefehle gibt, wenn keine Nachfrage herrscht oder wenn der Kaufpreis zu hoch ist, lassen sie die Finger von der Ware. In Port Royal stehen uns 50 Gebäude, darunter 25 Produktionsstätten zur Verfügung. Von der Produktion um Waren wie Rum oder Luxusartikel haben wir hier einen sehr großen Spielraum. Wir bauen Stadtgebäude mit Nachbarschaftseffekten und steigern so die Produktivität und kümmern uns gleichzeitig um das allgemeine Wohlbefinden unserer Bürger. Dann siehst du, dass sich der Betrieb nachteilig auf die Zufriedenheit der Anwohner in mehreren Wohngebieten auswirken würde. Auf den neutralen Feldern gibt es keine negativen Faktoren. Dort solltest du jetzt mal eine Gemüsefarm bauen. Gut, der Bauauftrag ist erteilt. Hier kannst du übrigens sehen, welche Waren für den Bau benötigt werden und wie viel diese Waren und der Bau kosten. In Städten wie deiner Heimatstadt, die du selbst verwaltest, hast du aber auch die Kontrolle über die Lebensverhältnisse und kannst außerdem die Produktion deiner Betriebe optimieren. Öffne doch einmal das Baumenü. Direkt in der ersten Rubrik findest du alle Gebäude, die keine Waren produzieren. Sie schaffen Wohnraum, erhöhen die Zufriedenheit der Bewohner oder locken mehr Arbeitskräfte in die Stadt. Du kannst den Vizekönig jederzeit erreichen. Melde dich mal bei ihm. Hier. Durch Ansehen beim Vizekönig bzw. König schalten wir Konzessionen für neue Gebäude und Schiffstypen frei. Er erteilt uns dabei keine direkten Missionen, sondern es sind immer jeweils Empfehlungen. Der Vizekönig hat aber auch Aufgaben für dich. Du musst sie nicht erfüllen, doch wenn du es tust, wirst du mit Ruhm belohnt. Der beißende Geruch von Pulverdampf und das Krachen berstender Bordwände. Wo es Piraten und feindliche Militärkonvois gibt, da gibt es auch Seeschlachten. Die Seeschlachten sind in Port Royal 4 zum ersten Mal in der Port Royal-Reihe rundenbasiert und sehr taktisch ausgelegt. Eine besondere Rolle spielen dabei die Kapitäne, welche schwer zu finden sind und somit äußerst wertvoll sind. Die Seeschlachten selbst sind ziemlich cool gemacht, wie ich persönlich finde, und das rundenbasierte Element macht da schon wirklich sehr, sehr viel her. Neben den Bewegungspunkten haben die Schiffe auch Wendepunkte. Das heißt, wie viele Wendungen können sie vollführen? Und hier sind maximal 4 Wendungen um jeweils 15 Grad pro Zug möglich, was natürlich auch eine sehr gute taktische Komponente mit ins Spiel reinbringt. Und hier haben wir gerade nochmal die Aktivierung der Heilungsfähigkeit gesehen. Das war das Vorstellungsvideo zu Port Royal 4 hier beim Metalizer. Ach, und stimmt, bevor ich es vergesse, natürlich gibt es auch Schatzkarten, denn der Traum eines jeden Seefahrers ist es natürlich, irgendwo eine Flaschenpost zu finden mit einem geheimen, versteckten Schatz. Hier in Port Royal 4 können wir Teile von Schatzkarten sammeln und wenn wir alle Teile zusammen haben, ja, dann erfahren wir, wo der Schatz liegt. Was für ein Schatz sich denn da verbirgt, das könnt ihr ab sofort selbst herausfinden. Für Vorbesteller von Port Royal 4 ist der Zugang zur Closed Beta
ab sofort möglich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Port Royal 4 sehen möchtet, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.